Sie werden sich erinnern, im September 2001, was geschehen ist. Mhm. Und in Afghanistan gab es aus Afghanistan ausgehend in Verknüpfung mit Hamburg und anderen Regionen und Städten dieser Erde gab es einen Angriff auf das World Trade Center. Das war der Anfangspunkt. Und seither, das ist die große Lüge. Also da will ich jetzt mal scharf werden. Es hat bisher keinen einzigen Afghanen gegeben, der ein internationales Attentat gemacht hat. Dieses Attentat war ein saudisches Attentat. Es haben nur Saudis dann teilgenommen. Die Leute sind auch nicht in Afghanistan ausgebildet worden. Die Pilotenausbildung, die ja entscheidende war, haben sie in Amerika bekommen. Was da, es ist doch alles gelogen, was dort gewesen ist. Was ist denn Al-Qaida? Worum ging es denn dann? Das ist eine Schöpfung der Amerikaner gewesen, um gegen die Sowjetunion. Aber dann hat ja der ganze Weltsicherheitsrat gelogen. Ach, ja, tut er doch dauernd. Also, ja, tut er doch. Wie naiv sind Sie denn? Das ist ja selbstverständlich. Wie naiv sind Sie denn? Nicht mehr frei.